Kaiser-Fahrzeuge beeindrucken durch innovative Technik und überzeugende Verarbeitungsqualität, die im anspruchsvollen Dauerbetrieb die härtesten Bewährungsproben bestehen. Sie sind wesentlich flexibler einsetzbar und im Kosten-Nutzen-Vergleich entschieden wirtschaftlicher als Fahrzeuge anderer Anbieter. Hey Jungs, ich hätte hier eine Grundleitung, die ist total verfettet und ich würde mich freuen, wenn ihr mir die richtig sauber machen könntet. Aber wie gesagt, die Geruchs- und Lärmbelästigung so gering wie möglich halten. Haben wir denn hier irgendwo Wasser in der Nähe? Naja, hier Wasser in der Nähe haben wir nicht. Ihr müsstet es schon mitbringen. Aber wie gesagt, ihr müsst sehr weit fahren, weil ihr wisst ja, wie es hier in Berlin mit dem Verkehr ist. Wir brauchen ein Fahrzeug mit hoher Spül- und Saugleistung. Frischwasser haben wir auch keins, da wäre ein Recycler am besten. Und was ist mit dem hohen Fettanteil im Rohr? Ist das nicht ein Problem für einen Recycler? Für den Aquastar von Kaiser ist das kein Problem. Wie funktioniert Kanalreinigung mit Wasserrückgewinnung? Ein Wasserhochdruckschlauch wird in einen verschmutzten Kanal gelassen. Die Kanalspüldüse am Schlauchende löst durch den Hochdruckwasserstrahl den Schmutz, der im Schacht zurückgeschwemmt wird. Gleichzeitig treibt die Rückstoßkraft des Wassers den Schlauch im Kanal voran. Das im Kanalschacht angeschwemmte Material wird mit Hilfe einer Vakuumanlage aufgesaugt. Das Schmutzwasser und gelöste Feststoffe gelangen per Saugschlauch in den Schlammtank. Durch ein Filtersystem im Tank werden Schmutzwasser und Feststoffe getrennt. Das gefilterte Wasser wird über die Wasserhochdruckpumpe erneut zum Spülen des Kanals verwendet. Das von Kaiser entwickelte Druckumsetzerprinzip erweist sich seit über 30 Jahren als ideale Lösung für die Kanal- und Industriereinigung, insbesondere in der Kombination mit Wasserrückgewinnung. Der Kaiser Druckumsetzer, kurz KDU, ist eine hydraulisch angetriebene Wasserhochdruckpumpe. Mittels LKW-Nebenabtrieb wird die leistungs- und druckgeregelte Hydraulikpumpe angetrieben. Ein hydraulisches Umschaltventil lenkt den Ölfluss des Hydrauliköls und sorgt damit für die Kolbenbewegung. Der Kolben wandelt Öldruck und Ölmenge direkt in Wasserdruck und Wassermenge um. Das gegenläufige Öffnen und Schließen der vier Wasserventile sorgt für einen kontinuierlichen Wasserfluss für die Hochdruckreinigung. Die langsame Kolbenbewegung macht den KDU trockenlaufsicher und unempfindlich gegen Schmutzwasser. Druck- und Durchflussmenge werden unabhängig voneinander eingestellt und auf der hydraulischen Seite geregelt. Kaiser entwickelte bereits Mitte der 80er Jahre die erste Wasserringpumpe in Leichtbauweise für den mobilen Einsatz. Im Gehäuse der KWP bildet ein exzentrisch angeordneter Rotor über die Zentrifugalkraft einen Wasserring. Durch Volumenveränderungen in den Rotorkammern wird Luft angesaugt und verdichtet. Diese Bauart bewirkt eine hohe Unempfindlichkeit gegen Schmutzpartikel und eignet sich hervorragend zum Saugen von nassen und trockenen Medien. Der berührungsfreie Rotor sorgt für eine hohe Laufruhe und eine lange Lebensdauer. Die Leichtbauweise erhöht die Nutzlast des Fahrzeugs. Der patentierte Einbau der KWP in die Frischwasserkammer. Mit dem Einbau der KWP in die Frischwasserkammer werden zusätzlich eine natürliche Kühlung, Frostschutz durch Wasserisolation und eine verstärkte Schalldämmung erreicht. Die kurzen Saugleitungen zum Schlammtank sichern einen optimalen Wirkungsgrad. Diese Bauart ermöglicht auch einen Saugdruckbetrieb in gekipptem Zustand. Aus dem Kanal eingesaugte Feststoffe und Wasser werden durch eine Filtertrommel im Schlammtank getrennt. Das gefilterte Wasser wird ohne weitere Filterstufe direkt dem Kaiser-Druckumsetzer für weitere Spülvorgänge zugeführt. Das Herzstück des patentierten Kaiser-Wasserrückgewinnungssystems Rotomax ist eine sich oszillierend drehende Filtertrommel. Der Selbstreinigungseffekt des Rotomax wird zusätzlich durch ein Rückspül- und Schwemmsystem unterstützt. Die drei zentralen Vorteile der Kaiser-Wasserrückgewinnung:
überlegene Wirtschaftlichkeit. Fahrtwege zum Nachtanken von Spülwasser entfallen, Treibstoff- und Wasserverbrauch wird reduziert. In Kombination mit dem KDU kann auf ein mehrstufiges Filtersystem verzichtet werden. Dies senkt das Aufbaugewicht und reduziert den Reinigungs- und Wartungsaufwand. Kaiser-Fahrzeuge bieten im Vergleich zu anderen Kanalreinigungsfahrzeugen bis zu 4,5 Tonnen mehr Nutzlast. Zuverlässig unter schwierigsten Bedingungen. Kein anderes System am Markt bewältigt den Dauereinsatz in Kanälen mit hohen Fettanteilen und extremer Verschmutzung, vergleichbar mit dem Kaiser-System Rotomax mit Rückspülung. Schonender Umgang mit natürlichen Ressourcen. Bei einer Spülleistung von 300 Litern pro Minute und einer Spüldauer von 5 Stunden werden 90.000 Liter Frischwasser gespart. Abgas- und Lärmemissionen werden durch weniger Nachtank- und Deponiefahrten substanziell reduziert. Auch die Verkehrsbelastung wird deutlich verringert. Beim Kaiser Aquastar werden Leistung und Vielseitigkeit optimal vereint. Bei höchsten Leistungsanforderungen in der Kanalreinigung ist der Aquastar die Branchenreferenz. Verschiedene Ausstattungsmerkmale ermöglichen einen flexiblen Einsatz und Anwendungen. Der Kaiser Rotomax bietet auch bei maximalen Pumpenleistungen ein zuverlässiges Wasserrückgewinnungssystem. Mit einer klappbaren Trennwand kann das Fahrzeug zwei verschiedene Medien aufsaugen und abtransportieren. Eine Trockensaugvorrichtung ermöglicht das Saugen von trockenem Material. Mittels Waschbalken können Straßen mit Wasserhochdruck gereinigt werden. Die ADR-Ausrüstung dient der Entsorgung von gefährlichen Abfallstoffen. Der Eco-Kombi überzeugt durch seine beeindruckenden Leistungsdaten und einfache Handhabung. Das speziell an die Wasserrückgewinnung angepasste Konzept macht ihn zum Hochleistungsrecycler, der sich in härtesten Einsätzen bewährt. Kaiser ist weltweit die Referenz für Kanalreinigung mit Wasserrückgewinnung. KDU, KWP und Rotomax bilden die leistungsstarken Kernelemente des Fahrzeuges. Die benutzerfreundliche Bedienung sorgt für eine sichere Handhabung und garantiert eine kurze Einarbeitungszeit. Kaiser baut Saugfahrzeuge für die unterschiedlichen Anforderungen der internationalen Märkte. Der Kaiser Nasssauger bietet eine Vielzahl von Ausführungsvarianten und Leistungsklassen. Für kundenspezifische Sauganwendungen werden in partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit den Kunden Fahrzeuge technisch ausgelegt. Alle Fahrzeuge zeichnen sich durch bewährte Kaiser-Technologien aus. Der Kaiser Twister basiert auf einem modularen Aufbaukonzept und ist in zwei Basistypen verfügbar. Der Twister Standard ist konzipiert für die Standardsauganwendungen. Beim Twister Komfort ermöglicht die Steuerung eine Vielzahl von Optionen für einen erweiterten Einsatzbereich. Der Kaiser Hurricane kann für trockene und nasse Saugmedien eingesetzt werden. Das Absaugen von Zement, Bauschutt oder die Entleerung von Schlammbecken wird problemlos bewältigt. Eine Spezialität bei Flachdachsanierungen ist das Absaugen und spätere Wiederhochblasen von Kies mittels eingebautem Blasinjektor. Die Abluftfilterung erfolgt über einen wartungsarmen Trockenfilter aus Sinterkunststoff mit vollautomatischer Abreinigung der Filterelemente. Mit der zusätzlich aufgebauten Hochdruckwasserpumpe kann der Hurricane auch klassische Nassarbeiten ausführen. Durch langjährige Erfahrung verstehen wir das Umfeld unserer Kunden und bauen Spezialfahrzeuge für kundenspezifische Anwendungen. Spülfahrzeuge in verschiedenen Ausführungen, zum Beispiel für enge Platzverhältnisse. Saug- und Spülaufbauten für unterschiedliche Transport- und Trägersysteme wie Sattelauflieger und Hakenlift. Straßen- und Tunnelwaschbalken mit angepasster Auslegergeometrie. Schwemmfahrzeuge für Straßenreinigung. Auch bei Spezialfahrzeugen steht Kaiser für absolute Sorgfalt in der technischen Auslegung, Qualität in der Ausführung und Zuverlässigkeit in Serviceleistungen und Ersatzteilverfügbarkeit. Kaiser legt höchsten Wert auf kompetente Beratung und Betreuung.
In den eigenen Unternehmen in Liechtenstein, Österreich und der Slowakei stehen unseren Kunden erfahrene und technisch versierte Mitarbeiter zur Seite. Wir arbeiten weltweit eng mit über 40 Vertriebs- und Servicepartnern zusammen, was sprachlich und geografisch unsere Kundennähe unterstreicht. Kompetenz in den Bereichen mit direktem Kundenkontakt besitzt bei Kaiser oberste Priorität. Die Projektierung von Anfragen für Standard- oder Spezialfahrzeuge erfolgt schnell und technisch fundiert. In der Entwicklungsabteilung werden Ideen umgesetzt. Innerhalb der Branche ist Kaiser zum Synonym für innovative technische Lösungen geworden. Kaiser besitzt zahlreiche Patente. In der Technik werden neueste Berechnungs- und Konstruktionsmethoden angewandt. So schafft Kaiser für seine Kunden entscheidende Wettbewerbsvorteile. Modernste Fertigungsmethoden ermöglichen eine schnelle Abwicklung von kundenspezifischen Anforderungen. Alle ausschlaggebenden Fertigungsschritte werden bei Kaiser selbst durchgeführt. Eine hohe Wertschöpfungstiefe garantiert Qualität und Termintreue. Kaiser Qualität am Beispiel Schweißen. Schweißfachingenieure tragen den hohen Ansprüchen Rechnung. Fertigungsabläufe werden gemäß den Qualitäts- und Funktionalitätsansprüchen des Produkts strukturiert und überwacht. Bauteile sind mittels Schweißzeichnungen und Anweisungen genauestens spezifiziert. Die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und müssen für ihre Schweißnahtarten und Materialpaarungen Prüfungen ablegen. Am Schluss erfolgt eine Prüfung des Bauteils auf Maßhaltigkeit und Schweißnahtqualität. Weitere Prüfverfahren wie Röntgen, Magnetpulver, Ultraschall oder Schliffbilder finden in Stichproben statt. In der Rohbauphase werden die einzelnen Elemente auf dem Fahrzeughilfsrahmen montiert, angepasst und überprüft. Individuelle Kundenwünsche werden hierbei berücksichtigt. In der Lackiererei werden Tanks und Fahrzeugteile kundenspezifisch lackiert. In den Fertigungshallen erfolgt die Endmontage der Fahrzeuge. Außenteile werden exakt montiert, Hydraulik und Elektrik werden angeschlossen. Die Endmontage wird von langjährigen und erfahrenen Mitarbeitern durchgeführt. Eine intensive Schulung erfolgt bei der Fahrzeugübergabe. Unser Ziel ist die Zufriedenheit und der wirtschaftliche Erfolg unserer Kunden. Die Profitabilität der Fahrzeuge für die Kunden hat bei uns einen hohen Stellenwert. Deshalb unterstützen wir unsere Kunden in vielfältiger Art und Weise. Mit einem breiten Schulungsangebot zu verschiedenen thematischen Schwerpunkten liegt der Fokus in der Ausbildung für eine effiziente Nutzung der Fahrzeuge. Auch nach dem Kauf stehen unseren Kunden ein Team von Servicemitarbeitern zur Verfügung, welche bei Bedarf schnell und unterstützend zur Seite stehen. Kaiser unterhält ein umfangreiches und hervorragend sortiertes Ersatzteillager. Kaiser AG in Scharnwaldsteger. Durch den hohen Eigenfertigungsanteil ist eine flexible und schnelle Ersatzteilverfügbarkeit garantiert. Hätte ihr am Lager, Herr Koller, könnt ihr euch mit Express schicken, dann hätten wir sie morgen wieder früher im Haus. Das Unternehmen Kaiser wurde 1913 als Gewerbebetrieb gegründet. Handel und Umbau von Traktoren sowie Spinnerei und Weberei zählten zu den Tätigkeitsbereichen. Mit der Produktion von Saugfässern für die Landwirtschaft wandelte sich Kaiser in den frühen 50er Jahren zu einem Industrieunternehmen. Im Jahr 1963 fertigte Kaiser sein erstes Kanalreinigungsfahrzeug. 1965 folgte die Erfindung des Schreitbaggers. Bis heute ist Kaiser ein Familienunternehmen. Im Hauptsitz in Liechtenstein, den zwei Tochterunternehmen in Österreich und der Slowakei sind insgesamt mehr als 200 Mitarbeiter beschäftigt. Kaiser ist Technologieführer bei Schreit-, Mobilbaggern und Kanalreinigungsfahrzeugen mit zahlreichen Patenten in beiden Branchen. Weltweit arbeitet Kaiser mit mehr als 40 Vertriebs- und Servicepartnern zusammen.
Weiser vehicles impress with innovative technology and outstanding workmanship, making them a match for the toughest tests offered by rugged continuous operation. They are considerably more flexible and economic in terms of cost-benefit comparisons than the vehicles of other suppliers. Hey Jungs, ich hätte hier eine Grundleitung, die ist total verfettet und ich würde mich freuen, wenn ihr mir die richtig sauber machen könntet. Aber wie gesagt, die Geruchs- und Lärmbelästigung so gering wie möglich halten. Haben wir denn hier irgendwo Wasser in der Nähe? Naja, hier Wasser in der Nähe haben wir nicht. Ihr müsstet das schon mitbringen. Aber wie gesagt, ihr müsst sehr weit fahren, weil ihr wisst ja, wie es hier in Berlin mit dem Verkehr ist. Wir brauchen ein Fahrzeug mit hoher Spül- und Saugleistung. Frischwasser haben wir auch keins, da wäre ein Recycler am besten. Und was ist mit dem hohen Fettanteil im Rohr? Ist das nicht ein Problem für einen Recycler? Für den Aquastar von Kaiser ist das kein Problem. How does sewer cleaning with water recycling work? A high-pressure water hose with a sewer flushing nozzle is fed into the soiled sewer. The high-pressure water jet dislodges the dirt and flushes it to the gully hole. At the same time, the water jet pushes the hose further into the sewer. The material flushed into the gully hole is extracted by means of a vacuum system. Solids and water are thus conveyed by the suction hose into the sludge tank. Water and solids are separated in the sludge tank. The filtered water is reused for flushing purposes via the high-pressure water pump. The pressure transformer principle developed by Kaiser has proved its worth for over 30 years as the perfect solution for cleaning sewers and industrial cleaning, especially when combined with water recycling. The Kaiser Pressure Converter, or KDU, is a hydraulically driven high-pressure water pump. Using the truck auxiliary output drive, the KDU is driven via a power and pressure-controlled hydraulic pump. A hydraulic valve directs the flow of hydraulic oil, thus putting the piston in motion. The piston directly converts oil pressure and oil quantity into water pressure and water quantity. The alternate opening and closing of the four water valves ensures a continuous flow of water for high pressure cleaning. The slow piston action enables the KDU to run dry safely and makes it impervious to soiled water. Flow and pressure can be independently set and controlled on the hydraulic side. As early as the mid-80s, Kaiser developed the first water ring pump in a light construction for mobile application. In the KWP housing, an eccentric rotor produces a ring of water using centrifugal power. Volume changes in the rotor chambers assure that air is sucked in and compressed. This construction type features high resistance to dirt particles and is ideally suited to vacuuming wet and dry media. The contact-free rotor assures extremely quiet running and a long life cycle. The light construction increases the vehicle's useful load. By mounting the KWP in the freshwater chamber, additional natural cooling, frost protection via water insulation, and reinforced sound insulation is achieved. The short suction lines to the sludge tank assure an optimum degree of efficiency. This construction type also permits vacuum pressure operation when tilted. Solid matter and sewer water are separated by a filter drum in the sludge tank. The filtered water is channeled directly, without further levels of filtering, to the Kaiser pressure transformer for further flushing. The centerpiece of the Rotomax water recycling system is an oscillating rotary filter drum. The self-cleaning effect of the